Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aufgepackt. Heute aus einer etwas anderen Position, aber so fällt es mir leichter, dieses Format zu machen, weil ich da nicht immer die Kamera umbauen muss. Rebuy hat mir wieder ein Paketchen geschickt und da schauen wir jetzt mal rein. Ihr seht das natürlich jetzt nicht, aber ich öffne das Paket. Da sind wir ja schon Profi drin. Ich bestelle nämlich, wenn ich ehrlich bin, fast alle meine Spiele nur im Internet. So, erstmal Verpackungsmaterial hier. Und los geht's. Angefangen mit einem Hörspiel. Das hat jetzt bei den Videospielen nicht viel zu suchen, aber ich habe es mir mitbestellt. Dann zeige ich es euch auch mal eben. Titel ist: Wer ist der Täter? Drei Kriminalhörspiele zum Mitraten. Dschungelfieber. Ist auf einer CD. Bin mal gespannt, wie das ist. Qualitativ sehr hochwertig. Fühlt sich an wie neu. Hat 99 Cent gekostet. Da habe ich gedacht, da kann ich nicht widerstehen. Das musst du mitnehmen. Habe ich dann auch getan. Den Aufkleber kann ich gleich noch abmachen. Weiter geht's mit den Spielen. So. Als erstes habe ich mir die Prince of Persia Trilogie geholt. Da ist das erste Prince of Persia, dann Warrior Within und The Two Thrones drin. Natürlich aufgebohrt in schicker HD-Grafik. Ich habe mir damals die Spiele alle für den PC geholt. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie eins der Teile gezockt. Naja, für den PC spiele ich ja heutzutage nicht mehr so viel. Und das wären ja dann auch noch die alten Versionen. Dann habe ich gedacht, für knapp 10 € kannst du das mal mitnehmen. Bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es bei der Prince of Persia Trilogie Probleme mit dem Sound gab. Ich will hoffen, dass das nicht in dieser Version auch der Fall ist. Wenn ihr da etwas Näheres drüber wisst, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Auf jeden Fall wird das jetzt demnächst mal gezockt. So, das lege ich mal zur Seite. Das möchte ich euch gleich zusammen zeigen. Als nächstes habe ich dann Genji Days of the Blade. Hier. Da steht sogar noch der alte Preis drauf, 25 €. Das habe ich natürlich nicht bezahlt. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, 7 oder 8 € habe ich dafür ausgegeben. Das Spiel soll so etwas ähnlich sein wie Onimusha. Ich bin ja ein großer Onimusha-Fan. Ich will mal hoffen, dass das hier bei diesem Spiel so ähnlich ist. Hat den Game of the Year Award von IGN für das beste artistische Design bekommen. 2006. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, werden wir dann auch demnächst mal herausfinden. Grafisch. Ein bisschen überzeichnet, die Charaktere. Sehr japanomäßig. Bin ich mal gespannt. Also alle Spiele, die ich hier drin habe, haben um die 10 € gekostet. Da kann man, glaube ich, bei keinem Titel was falsch machen. Qualitativ war die Version auch wieder hochwertig, also wie neu. Bei Rebuy finde ich eh, dass man immer noch die besten, qualitativ hochwertigen Versionen bekommt. So, als nächstes Heavenly Sword. Leider in der Essentials Edition, aber da hat es dann, glaube ich, nur, wenn ich ehrlich bin, 6 € gekostet. Ist ja eins der ersten PlayStation 3 Spiele gewesen und ich habe gedacht, das muss ich auch mal nachholen. Hat in manchen Passagen wohl eine recht hakelige Six-Axis-Steuerung, deshalb glaube ich auch nicht, dass ich dieses Spiel jemals durchspielen werde. Aber so ein bisschen Hack and Slay, vielleicht so leichte Anleihen von God of War. God of War mit Tomb Raider vermischt und wir haben Heavenly Sword. Vielleicht, wer weiß es. Ich schaue auf jeden Fall demnächst mal rein. Das war jetzt zu laut, oder? Für alle Kopfhörer, Hörer, tut mir leid. Ja, wenn Sie mir jetzt hier schon so entgegenkommen, ich habe mir
eine Spielereihe geholt, die ich im Endeffekt schon durchgespielt habe, aber die mir sehr gut gefallen hat. Ich habe mir die Spiele dann immer in der Videothek ausgeliehen und ich habe gedacht, ja, ich will sie jetzt auch als Original haben, dass ich es mir ins Regal stellen kann. Und das ist die Uncharted-Reihe. Einmal hier Uncharted, Drake Schicksal. Die Hülle ist leider ein bisschen zerkratzt. Dann Uncharted 2, Among Thieves. Ist wieder in einer sehr guten Qualität. Und, bevor mir jetzt alle meine Spiele flöten gehen, Uncharted 3, Drake's Deception. Aha, einmalig kinoreifes Online-Mehrspielererlebnis. Mehrspieler von Uncharted habe ich noch nie gespielt. Da kommt es auch wirklich auf den Singleplayer an. Oder spielt jemand von euch Uncharted im Multiplayer? Dann schreibt mir das doch mal bitte. Vielleicht können wir das dann auch mal gegeneinander spielen. Auf jeden Fall zu Uncharted ist meiner Meinung nach einer der besten Spielereien, wenn es um Cineastik geht. Finde ich sogar noch besser als Heavy Rain, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn natürlich manche Leute sagen, dass die Story jetzt nicht so tief ist und mehr so 0815 Indie-Verschnitt, haben mir die Titel immer sehr viel Spaß gemacht. Ist natürlich ein Cover-Shooter aus der Third-Person-Perspektive. Ich glaube, mehr zu Uncharted muss ich auch gar nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich die drei Titel jetzt auch in meiner Sammlung habe. So. Wie ich sehe, die PlayStation 3 Titel sind schon vorbei. Jetzt kommen noch zwei Retro-Titel, die ich auch unbedingt in meiner Sammlung haben möchte. Einmal ist das Buffy the Vampire Slayer. Hatte ich damals auch schon mal gespielt, aus der Videothek ausgeliehen. War damals, wenn ich ehrlich bin, als Buffy-Fan sogar eins meiner Lieblingstitel für die Xbox. Und ich habe gedacht, komm, für die paar Euro nimmst du es mit. Ich hatte mir ja in dem letzten Rebuy-Paket, wenn ich mich noch recht erinnere, den zweiten Teil aus der Reihe geholt. Der erste war jetzt eine lange Zeit vergriffen. Und ich bin jetzt froh, dass ich den jetzt auch endlich habe. Das ist schon echt verwunderlich, wie viele Spiele doch von EA gepublished werden. Naja. Man kann nicht mit, man kann nicht ohne. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Also ich bin ja so jemand, der ist ordentlich mit seinen Spielen und der macht dieses Zeug hier immer ab, wenn er ein neues Spiel bekommt. Macht ihr das auch oder lasst ihr es so komisch dran, wie es bei dieser Version ist? Gleich wenn das Video vorbei ist, ist das das Erste, was ich tun werde. Die Reste abknibbeln. So. Der nächste Titel ist wieder einer meiner All-Time-Favorite-Spiele, die ich damals, glaube ich, auch zwei, dreimal durchgespielt habe für die PlayStation 2. Und zwar Way of the Samurai. Ihr spielt in einem Spiel einen Samurai. Wer hätte es gedacht? Und ihr müsst euch gegen die Schergen mit eurem, ist das ein Katana, oder? Wehren. In das Spiel, da bin ich mal ehrlich, ist es relativ schwer reinzukommen, weil es sehr lange Dialoge gibt und für Spiele aus dieser Zeit üblich auch fast vollkommen ohne Vertonung. Aber die Atmosphäre, die dieses Spiel in einem auslöst, ist wirklich perfekt. Man kommt sich wirklich vor, als wenn man ein Samurai in dem alten Japan wäre. Die Story ist auch relativ interessant. Moment, ich überfliege es mal gerade. Mehrere Familien kämpfen um die Vorherrschaft über das feudale Japan. Drei dieser rivalisierenden Gruppen stehen sich nun am Rokutsu-Pass gegenüber, als eines Tages ein fremder Samurai in die Auseinandersetzung eingreift, droht die ganze Region in einem blutigen Krieg zu versinken. Das Besondere bei Way of the Samurai war auch, dass man Entscheidungen treffen konnte, die sich dann auf den Spielverlauf auswirkten.
so ein Metaspiel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir auch vor kurzem The Way of the Samurai 2 geholt, was ich noch nie gespielt habe und auch vorhab, demnächst, wenn ich mal Zeit finde, reinzulegen. Aber natürlich musste auch der erste Teil in meiner Sammlung rein bzw. nicht fehlen. Ja, das war's für diese Folge ausgepackt auch. Diesmal war fast nur PlayStation 3 Spiele dabei. Ich kann es euch nochmal eben schnell im Schnelldurchlauf zeigen. Es war also Uncharted 3, Uncharted 2, Uncharted 1 und Heavenly Sword, Genji, Day of the Blade, Prince of Persia, Way of the Samurai und Buffy the Vampire Slayer. Mal sehen, ob ich dieses Kunststück jetzt hinkriege. Ja, schaffe ich. Diese Spiele waren bei Rebell dabei und was ich bis jetzt gesehen habe, qualitativ waren sie wieder alle hochwertig, bis auf Uncharted, den ersten Teil, da war die Hülle nicht so ganz in Ordnung. Aber sonst wieder ihr Geld wert. Ich habe für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele, darunter 6 PlayStation 3 Spiele, 65 Euro bezahlt. Ich finde, da kann man nichts gegen sagen. Ich habe wieder was zu zocken. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir den Daumen runter. Aber sagt mir dann bitte, warum es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr diese oder andere Videos nicht mehr verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken. Und sonst, naja, ihr findet auch so meine Videos auf YouTube. Wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr in letzter Zeit gespielt? Vielleicht nachgeholt? Kennt ihr diese Spiele? Habt ihr da auch irgendwas von gespielt? Was könnt ihr mir als erstes empfehlen? Was sollte ich jetzt als erstes davon nachholen? Schreibt mir das alles in die Kommentare. Bis dann, man sieht sich.